Hi Leute, ich wollte euch nur mal kurz zeigen. Wir haben hier unsere kleine Bibliothek. Unsere kleine Bibliothek, die wir jetzt gerade beim Herbstfasten hatten. Und da hatten einige Bücher mitgebracht. Besonders Arthur hatte besonders viele mitgebracht. Da auch nochmal schönes Dankeschön an Arthur. Und ich wollte einfach mal kurz durchgehen, damit ihr mal seht. Und euch die nochmal zeigen. Also hier rechts mal so angefangen mit diesen Ernährungsbüchern. Das finde ich echt gut von Norman Walker. Da habe ich auch mal reingelesen. Also ist echt interessant. Der geht auch viel. Kann euch mal das Inhaltsverzeichnis zeigen. Geht hier auch ja, viel auf die einzelnen Sachen wie die Lymphe, Lunge, Augen, Drüsen und so weiter ein. Hat auch schöne Abbildung vom Darm, wie der Darm ausschaut, wenn er, wie er nicht ausschauen soll. Genau. Also echt ein richtig interessantes Buch, Norman Walker. Auch Sie können jünger werden. Genau. Dann Arnold Ehret, was ich ja eh immer wieder erwähnt habe. Ja, genau. Das finde ich auch sehr gut. Der Band 1. Genau, dann das hier ist das von Walter Schaube, Paradieskost. Ja, zu dem wollte ich auch nochmal eine extra Buchreihe machen. Genau, das finde ich echt, ja, finde ich sehr schön geschrieben. Da geht es eben um Paradieskost, um die Bärenfrüchte. Ja, dann hier die ältere Ausgabe der Rohkostrevolution. Ich habe da selbst noch die neue auch. Und das finde ich echt ein sehr schönes Buch, weil es einfach wirklich, also jeder, der so einen richtig schönen Umriss haben möchte von den ganzen Rohkostliteratur, der kann da echt mal reinschauen. Also da steht wirklich alles drin, was die, ja, was die verschiedenen Rohkostrichtungen angeht. Und echt interessante Interviews und ja auch viele Studien von Weston Price zur Zahngesundheit von Naturvölkern und sowas. Genau. Und dann geht es weiter zu den anderen Büchern weg von der Ernährung. Hier Augentraining, das finde ich auch ein echt gutes Buch zum Thema Augentraining. Muss mal schauen, ob ich es finde. Ich verlinke die ganzen Bücher, wie gesagt, unten drunter. Und ich habe hier mal echt reingelesen. Ich finde es echt sehr schön, weil da auch wirklich das Ganzheitliche so mit drin ist. Also echt ein gutes Buch. Jeder, der Augenübungen machen möchte und gerade was die psychische Deutung davon anbelangt, die Psychosomatik ist da echt nochmal schön beschrieben. Finde ich echt gut. Genau. Dann hier ein Freiländerbuch, das habe ich jetzt nicht so reingeschaut. Genau, kann ich nicht allzu viel sagen. Das lag hier noch drin. Ist auf jeden Fall echt schön gewesen, weil jetzt liegen die Bücher einfach eine Woche da. Wir haben hier unseren Retreat und jeder kann da gemütlich reinlesen, wenn ihn was interessiert. Hier Klassiker von Eckhart Tolle, wirklich sehr gutes Buch im Leben im Jetzt. Ich habe es auf Englisch mal gelesen, The Power of Now. Genau. Und dann hier jetzt ganz viel Bücher von Teach Nhat Hanh, also die habe ich ja auch immer unter den Videos verlinkt. Ich habe selber das Frieden mit jedem Atemzug, das habe ich selber gelesen, finde ich sehr schön. Auch das hier, innere, äußere Friede. Und gerade zum Einstieg finde ich Frieden mit jedem Atemzug oder Ich pflanze ein Lächeln, sehr schön. Das Ich pflanze ein Lächeln liegt hier jetzt gar nicht, aber ich glaube, das war auch mal da, genau. Und ja, die Weisheit des Lotus Sutra zum Beispiel, das fand ich auch sehr schön. Es ist halt schon, dann steigt schon tiefer ein. Genau. Ja, aber zum Einstieg kann ich euch wirklich hier so Frieden mit einem Atemzug, mit jedem Atemzug empfehlen. Genau. Das ist wirklich, ja, so schön für Alltagsmeditation, auch schön gestaltet. Ja. Genau, also ihr seht schon, das hier ist dann schon umfangreicher, das Lotus Sutra, das sind wirklich die Sutren und mehr in Buddhismus dann auch rein. Genau, das andere ist mehr auf das Festliche angepasst, auf einfache Alltagsmeditation. Genau, hier auch noch die alte Ausgabe von Senkrechte Weltbild, das hatte ich auch schon öfter erwähnt. Von Rüdiger Dahlke finde ich auch ein unglaublich interessantes Buch. Da kann man wirklich dann wieder eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge lernen. Eine andere Art vom Denken. Genau.
Saat der Freiheit, das war jetzt so ein bisschen eher hochgestochen geschrieben, glaube ich, ich weiß nicht. Ich habe selbst nicht reingelesen. Genau, das hat man aber auch hier liegen. Krankheit als Weg, auch so ein Klassiker, also kann ich auch wirklich jedem empfehlen, was einfach die psychosomatische Deutung von Krankheiten, wirklich nur auf die Psyche bezogen. Aber ja, schöne Ergänzung, wenn man es selbst sich ergänzen kann zum Thema Ernährung. Jetzt so zum Beispiel, ja, Ehret ist ja dann so nur auf Ernährung und das ist dann im Prinzip nur auf Psyche. Ja, Thorvald Detlefsen war ja auch ja, mehr auf psychosomatischen Schiene und ist echt so ein Klassiker, also das kann ich jedem empfehlen. Dann hier wäre Birkenbeel auch ganz bekannt. Ich denke, ist bestimmt ein sehr schönes Buch. Ich habe jetzt selber da noch nicht reingelesen. Und das Buch, das hatte ich selbst mal noch in einem anderen Video erwähnt. Ich hatte das selbst auf Englisch gelesen, die vier Versprechen. The Four Agreements ist auf Englisch. Und ja, ist wirklich echt schön. Vier einfache, klare Versprechen. Wenn man die mal beachtet in seinem Leben, ja, dann kommt man auch echt schnell weiter. Ja, aber das war wirklich so, ja, das, was wir jetzt hier so hier haben. Ich mache hier euch nochmal einen Gesamtüberblick und ich hoffe, für den einen oder anderen waren ein paar gute Anregungen dabei. Und ich fand es wirklich sehr schön, jetzt hier so in der Fastenzeit einmal reinzuschnuppern und genau, werde mir vielleicht auch noch das ein oder andere Buch holen. Ansonsten macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.